Mahlzeit morgen von der verrückten Unterhaltung. Nach langer Zeit haben wir endlich wieder die Möglichkeiten, Videos für euch zu schneiden, zu drehen, zu machen. Und natürlich wollten wir heute mal zeigen, dass wir auch was bauen können, was jetzt nicht unbedingt gerade der Sache entspricht, aber das ist ein bisschen dumm. Vielleicht kennt ihr viel. Ja, vielleicht kennen ja viele von euch diese Driftbikes, Drift-Karts, Drift. Ja, was kann man da? Trike. Haben wir uns natürlich auch überlegt. Wir haben natürlich momentan jetzt nicht die Zeit gehabt, aber haben natürlich noch so ein Gefährt im Repertoire. Ja, und um das Schätzchen handelt es sich heute mal wieder mal. Da kennt man natürlich aus vorherigen Videos schon, denke ich, der ein oder andere. Und Stefan und ich werden jetzt mal zusehen. Stefan und ich werden jetzt zusehen, ob man das nicht vielleicht sogar auf 4 Rädern umsetzen kann. Dazu, Stefan, jetzt hol das Rohr! So muss das sein! Ja, Durchmesser, ich weiß auch nicht, mal gucken. 30! Okay. Ja, und Breite haben wir. Ja, 25. Eben gemessen hier mit meinem. Da den Nagel hin. Hä? 29 vom Durchmesser, geht das auch? Kriegen wir mit Sicherheit drauf. Okay. Schnibbel mal was zu. Na, jetzt erkläre ich mal eben schnell, wie wir das Ganze. Was für ein Rohr an du. So, wir werden dazu jetzt ein PVC-Kunststoffrohr verwenden. Wie man auch in den meisten Videos dann, denke ich, erkennen kann. Problem ist jetzt, die Räder sind ein wenig zu groß. Aber ich denke, wir kriegen das Ganze da wohl irgendwie drauf gewuppt. Wie man hört, stellen wir mal wieder fleißig dabei. Was macht es denn da? Ja, sieht gut aus! Sollen wir einmal vorher ohne fahren, um es zu demonstrieren, wie es vorher und nachher fährt? Das muss natürlich auch gemacht werden, oder? Das können wir dir natürlich nicht vorenthalten. Okay. Stefan! Erst, hast du die Rohre fertig oder was? Ja, 100 Pro. Geil! Aber wir müssen jetzt ja eigentlich nochmal zeigen, wie das vorher und nachher ist, oder? Eigentlich schon, ne? Die Drift-Eigenschaften kann ich gerne machen. Kannst du da vorne so. Ah, läuft gut. Versucht es. Ja, um die Kunststoffrohre gleich anständig auf die Räder zu kriegen, müssen wir natürlich erstmal die Luft herauslassen. Und das Ganze hält natürlich nur nachher, wenn man auf die Reifen wieder Luft gibt, dass es auseinander geht, dann halten die eigentlich von automatisch. Die sind auch genau ausgemessen worden. Jawohl. Mhm. Hochprofessionell. Hochprofessionell. Ui, jetzt so. Bin da richtig. Eine Felge im Arsch. Eiert. Ja. Standplatten drin. Um das Ganze ein wenig leitfähiger zu machen. Ja, das hilft. Machen wir da mal ein bisschen super dran. Reifen auch ein bisschen. Warte. Ja, Brownie! Super! Zeig mal, Stefan, halt mal die Kamerawerbung. Ja, alle Mitte? Kaufen, boah, ist das toll! Oh, das ist gut, oder? Das ist super! Nein, natürlich keine Werbung. Ja! Ja, jetzt geht's nicht mehr. Kann er gut haben. Schrott. Ja, gut gemacht, Stefan. Mach das ruhig noch ein paar Mal öfter. Gut. Toll. Bevor ihr hier wieder runterrutscht. Total super, Alter! Super! Jetzt auch Wetter, ey. Ja, Wetter ist natürlich wieder mal richtig geil. Da hat man die ganze Woche schon am Malochen bei besten Verhältnissen. Und jetzt kommt man nach Hause und. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu windig im Mikro. Und guck dir diese Scheiß hier an. Niesel. Wieso? Nicht mal anständiges Filmwetter hier. Ei. Seid ihr auch der Meinung, dass der Wettergott recht hat, dass wir keine Videos mehr machen sollen? Der Wettergott war schuld. Ich glaub doch super. Hey, was ist Meinungsverstärker? Gib ihm mir! Ein kleiner Gruß an den Pennekam. Hallo, der Pennekam, wie auch immer. Oh Mann! Jetzt mach mal ein bisschen was ab hier. Nee. Oh! Hui!
Duibel! Duibel, ja! Da kam super! Ja. Vorsicht, Vorsicht! Boah, Junge! Aber gesund ist das auch nicht. So schön aufgezogen hier. Ui. Hier rutscht dir die Sau. Okay, war kein TÜV, so. Warte. Meinungsverstärker. So. Ein bisschen Luft. Er sieht das Ganze durch Luft fixiert. Aha. Ja, und dann werden wir uns das gleich mal. Das machst du toll, Stefan. Zwei. Aber oh, es ist halt viel Regen drauf, ey. Ich hoffe, man sieht es nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Will man das nicht? Ja, kann man nichts machen. Ja, wetterbedingt, ne? Aber wir rennen ja immer noch kurze Hose und T-Shirt hier durch die Gegend. Aber ist ja egal. Ist ja Sommer und so, ne? Das ist auch ein Kalender. In der Zeit, wo Stefan ja alles schon mal vorbereitet, könnte ich ja schon mal sagen. Fragen. Gleichzeitig Fragen sagen. Und zwar hätten wir gerne von euch, Abonnenten, Fans, wie auch immer, gerne eure Umbauten, Vorschläge, Autos. Weil wir kriegen mittlerweile recht viel Feedback, wo viele Leute von euch uns zeigen, was ihr an euren Autos oder an kaputten Autos umbaut. Und je nachdem, wie auch immer. Schickt uns die Bilder einfach privat zu. Wir möchten sie gerne posten. Bei Facebook, Instagram, ja, wie auch immer, wie ihr möchtet. Ich glaube, Facebook können wir zusammen. Facebook ist cool. Facebook, yo. Schickt die einfach zu und dann kriegen wir es schon. Was? Was haben wir da jetzt darum? Ja. Jetzt probieren wir, weil es besser ist. In der Wand rein, ja. Schade, wieder nichts gerammt. Auf diesen Tag warte ich noch. Problem ist immer, wenn sowas passiert, ist die Kamera nie vor Ort. Ja, ich hoffe, mit diesem doch recht kurzen Video konnten wir euch doch zeigen, dass man mit unserem Quad auch auf jeden Fall so ein kleines Driftbike bauen kann. Wenn euch das Video einmal gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig, kommentiert auf unsere Videos, Fotos auf Facebook und Instagram. Wollte ich noch was sagen, Niklas? Opelix. Unser Opelix. Nichts aller Trotz, auch wenn wir jetzt lange Zeit nicht mehr viel gemacht haben, an unserem Opelix haben wir natürlich lange weiter fleißig geplant und auch so Pläne geschmiedet, was wir demnächst noch umbauen wollen werden. Da natürlich auch nochmal wieder unter den Videos eure Kommentare, was können wir umbauen, was so wollt ihr sehen an dem Umbau. Und damit bis zum nächsten Mal. Halbe Stunde Outro. Da können wir auch mal das Outro nehmen. Toll, jetzt hast du kaputt gemacht. So eine Dauerschleife ausmachen.